Einen wunderschönen. Ja, wir sind hier immer noch im Etosha Nationalpark. Sarina schwitzt sich gerade da drüben ab. Die kriegt gerade kaum noch Luft, weil es wirklich wieder mal unsagbar heiß ist. Aber es ist nun mal Afrika. Ja, und wir starten auch dieses Video mal wieder mit ja, was wirklich Schönem. Und zwar haben wir gerade ein Nashorn angetroffen. Genauer gesagt ein Spitzmaulnashorn. Das stand hier einfach so in diesen ganzen dornigen Sträuchern drin. Ja, und wir haben ein bisschen gewartet. Man hat es am Anfang gar nicht so richtig gesehen. Also man hätte auch locker vorbeifahren können. Ich habe es gesehen. Aber Sarina hat es sofort erkannt, hat gesehen, da guckt ein grauer Rücken raus. Man könnte sie auch tatsächlich ganz schnell mal übersehen. Ja, wenn sie so ein bisschen offener stehen, dann ist das alles kein Ding mehr. Dann erkennt man sie doch recht stark. Aber wenn sie tatsächlich in diesem Gestrüpp drinstehen, dann ist es wirklich richtig, richtig schwer. Das zieht hier ganz gemütlich durch die Akaziensträucher durch. Akazien sind ganz, ganz stachelige Gewächse mit ganz langen Dornen. Und damit hat das Spitzmaulnashorn überhaupt kein Problem. Die haben eine sehr robuste Lippe, die spitz ist, deswegen heißt es auch Spitzmaulnashorn, womit sie die Blätter abzupfen können. Und die ist halt auch so robust, dass die sich nicht verletzen an diesen Dornen. Spitzmaulnashörner gehören eigentlich zu den, ja, scheuesten oder eher gesagt aggressivsten Nashörnern. Das liegt einfach daran, dass sie nicht so gut gucken können. Bis 30 Meter können sie scharf sehen, danach, ja, wird schwierig, da sehen sie nur noch verschwommen und sie sind halt leicht schreckhaft, haben aber eigentlich nichts zu befürchten, also haben keine natürlichen Feinde. Der einzige Feind ist tatsächlich der Mensch. Ansonsten ist es so, dass sie sehr gut hören können, einen ausgezeichneten Geruchssinn auch haben und ihre großen Tütenohren, die gehen halt wirklich in alle Richtungen und da nehmen sie halt auch wirklich alles sehr gut mit wahr. So eine weibliche Nashornkuh kann bis zu eine Tonne schwer werden und die Spitzmaulnashörnerbullen, die werden bis zu 1,4 Tonnen schwer. Naja, und sie sind sich ihres Gewichts und ihrer Größe schon bewusst. Denn wenn sie erstmal richtig in Rage sind und doch jemanden vertreiben wollen, dann können sie über 50 km/h schnell laufen. Naja, und wenn dann so eine Tonne auf einen zugelaufen kommt, da haut natürlich dann auch ein Löwe ab oder ein Leopard oder jegliches anderes Raubtier. Da hat man schon ziemlich Respekt. Das, was wir jetzt hier vor uns sehen, ist ganz ruhig und entspannt. Das ist alleine unterwegs, das will einfach nur fressen. Und jetzt geht's langsam zum Abend hin. Wahrscheinlich wird es heute Nacht auch noch irgendwann ein Wasserloch aufsuchen. Dann fuhren wir über die gut ausgebauten Schotterpisten des Etosha Nationalparks ein bisschen weiter und hofften natürlich noch andere Tiere zu sehen. Das Glück blieb uns aber fern. Wir sahen zwar immer mal wieder eine Giraffe oder auch ein paar Elefanten oder auch Zebras, aber die ersehnten Raubtiere, die wir gerne noch sehen wollten, die blieben bis dahin noch fern. Wir setzten aber große Hoffnung in den Etosha Nationalpark, denn es ist nicht ohne Grund der beliebteste Nationalpark in Namibia. Er ist sehr artenreich und es gibt dort viele Raubtiere, also beispielsweise Löwen und Leoparden. Ja, und genau die wollen wir natürlich noch unbedingt sehen. Wir sind dann aber noch in Richtung eines Wasserloches gefahren und da waren sehr viele Autos. Und viele Autos bedeutet, da gibt es auf jeden Fall was zu sehen. Der Abend neigt sich jetzt langsam dem Ende hingegen und wir sind jetzt noch zum Abschluss zum kleineren Wasserloch gefahren in der Nähe von unserem Camp Namutoni und haben ein Riesenglück. Denn hier an diesem Wasserloch befindet sich eine Löwenfamilie, die momentan noch ganz entspannt an zwei kleineren Bäumen liegen im Schatten, denn die Sonne steht immer noch hoch. Eine Giraffe hat sich noch zum Wasserloch gesellt, die möchte, glaube ich, gerne trinken, aber steht da ganz verstarrt, weil die hat es natürlich mitbekommen, dass dort vorne Löwen liegen und die überlegt jetzt ganz genau, ob sie trinken gehen sollte oder nicht. Ja, ab und zu kann man beobachten, wie die Kinder schon langsam wach werden und die anderen Weibchen animieren möchte, endlich aufzustehen, zu spielen. Aber den größeren Löwen ist einfach noch viel zu warm. Ja, die können nämlich auch nicht so wirklich gut schwitzen. Die müssen halt auch wirklich ihr Maul öffnen, also hecheln, um sich runterzukühlen oder sich ein schattiges Plätzchen suchen, um halt nicht zu überhitzen. Deswegen sind sie in der Regel auch wirklich dämmerungsnacht aktiv und vor allen Dingen in den Morgenstunden. Ja, so ein Löwenrudel ist ganz unterschiedlich aufgebaut. Das, was man jetzt hier sehen kann, ist wirklich so typisch. Also das heißt, ein erwachsenes Löwenmännchen, mehrere Weibchen und die Jungtiere. So, die Löwenkinder machen sich jetzt doch auf zum Wasserloch. Die haben anscheinend Durst und die sind schon sehr, sehr mutig. Und jetzt wird natürlich erstmal geguckt, was da alles so am Wasserloch ist. Die Kleinen sind natürlich noch sehr unerfahren, müssen noch sehr viel lernen. Und jetzt wird das Wasser natürlich auch erstmal angefaucht, weil das könnte ja eine Gefahr sein.
An und für sich können Löwen schwimmen und können auch durchaus ins Wasser gehen. Bei seichten Gewässern ist das überhaupt kein Problem. Allerdings ist es so, wenn sie zum Beispiel durch ein Flussbett müssten, also das heißt einen Fluss überqueren müssten, würde es da schon schwieriger aussehen durch die Strömung. Aber an und für sich ist das kein Problem. Ja, jetzt haben die Löwenmütter mitgekriegt, dass ihre Jungtiere da gerade stiften gehen ans Wasserloch. Das heißt natürlich auch jetzt Aufmerksamkeit auf den Nachwuchs achten. Man merkt schon, dass die Löwenweibchen jetzt ganz arg aufpassen und gucken, dass ihrem Nachwuchs auch ja nichts passiert. Ja, so ein Löwenmännchen hat ja eine richtig schöne Löwenmähne und die wächst 5 Jahre. So lange dauert das, bis die so richtig lang und prächtig ist. In der Regel wird es mit dem Laufe der Zeit immer dunkler. Das heißt, manchmal sieht man bei jungen Löwen schon die schwarzen Spitzen rausgucken. Das wächst dann richtig lang. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben hier 41 Grad. Warum ist die Löwenmähne so, ja, so lang und so dicht vor allen Dingen? Die geht ja nicht nur am Kopf lang, sondern auch wirklich am Schulterbereich und unterm Bauch entlang. Das dient natürlich dazu, dass der Löwe, wenn er mit anderen Löwenmännern kämpft, eine gute Abwehr hat. Das heißt, dass nicht unbedingt jedes Tier mit einer Verletzung davongehen muss, weil natürlich diese vielen Haare auch gut abpuffern gegen Prankenhiebe und Beißereien. Und vor allen Dingen signalisiert es den Weibchen, wie gut so ein Löwenkater für die Fortpflanzung geeignet ist. Ja, das war doch ein toller Abschluss für dieses Video. Also der Abend neigt sich auf dem Ende. Es wird langsam irgendwie sehr windig hier und vor allen Dingen stehen hier wahnsinnig viele Autos rum. Deswegen, ja, haben wir uns schon mal ein bisschen verdrückt und werden euch jetzt Tschüss sagen. Dem Löwenmann wehen auch ordentlich die Haare im Wind. Deswegen werden wir uns jetzt auch ins Camp verdrücken. Wir müssen ja auch noch ein bisschen grillen und das Camp aufschlagen. Das dauert ja auch mal ein bisschen und ich denke mal, das war ein sehr schöner Abschluss. Ja, Auf jeden morgen Fall. geht's weiter. Und ihr seht das alles, was passiert im nächsten Video. Macht's gut! Bis dahin, tschüss.